Danke dir. Ich habe eine Frage, kann ich ein Selfie mit dir machen? Ja, klar. Was ist das für eine Frage? Ich kann das gerade noch nicht fassen. Was kannst du nicht fassen? Dass ich jetzt hier in der Stadt sehe. Was war das für ein Zufall? Der hat uns abgepasst. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden, dass Leute einfach auf andere zugehen und die belästigen so. Ja, tut mir leid. Also. Was mach ich? Ja, das war gerade meine Benachrichtigung, dass du mich abonnieren möchtest. Mein Kanalname ist BeardBroTV. Hast du das schon mal gehört? Nee. Solltest du aber. Nimm mal dein Telefon raus und abonniere diesen Kanal jetzt. Jetzt? Jetzt mal auf. Als bestes Beispiel für alle Zuschauer. Echt? Ja, darf ich nochmal fragen, wie alt du bist? 17. Ja, grüß deine Klasse. Ja, ich grüße meine Klasse. 8C. Und? Ja. Mit 17 Jahren in der 8. Ja, ich bin viermal sitzen geblieben. Es gibt einen YouTuber, der nennt sich Open Mind. Ja. Der hat den letzten... Kennst du den? Ja. Krass. Open Mind macht, also ich habe mir schon viele Videos von ihm angeguckt und ja. Er macht eigentlich noch guten Content so. Ja. Ich meine, es ist eigentlich nicht schlecht, dass er, ich meine, erklärt über seinen eigenen Konsum auf. Katja macht so gesehen nur sinnlose Videos, die niemandem was bringen, außer ihr selbst. Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass er halt einfach davon erzählt, weil Leute wie ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Das ist halt einfach mal interessant zu hören. Entschuldigung. Kennt ihr Katja? Hallo. Hallo. Kennt ihr Katja? Ne. Ich Katja, nicht so gut, ich war schon durch. Gut Deutsch? Ja. Ja? Ja? Kennst du Katja? Nee. Katja Krasavitsch, sagt die dir was? Katja Krasavitsch? Krasavitsch. Kommt aus Leipzig. Sagt dir gar nichts? Nee. Nee? Guckst du ab und zu ich YouTube? Ich komme aus Halle. Kommst du aus Halle? Ja. Oh, mein Beileid. Ist das euer Kind hier? Ja. Ist euer Primark-Kind? ist da ein Kind drin? Nee. Sie wird zugepackt. Filmen wir da drauf. Sagt dir der YouTuber Open Mind was? Ja. Das passt doch super zum T-Shirt, ne? Open Mind ist auch ein. Der klärt auch gut auf. Also ich finde, er sagt doch nicht, das sollte man nehmen oder kann man nehmen oder. Also das ist halt schon sachlich. Mehr sachlich, ja. Beard Bro TV. Beard Bro. Also Beard wie Bart, Bro und TV. Okay. Ja. Zeig mal, ob du das richtig schreibst. Also das A musst du mit dem E vertauschen und statt dem T muss ein D hin. Soll ich dir aufschreiben? Weil da ist einiges falsch. Kannst du das als Pfand? Kannst du Straßeninterviews führen mit Leuten? Ja, cool. Mitten in der Innenstadt. Was sagen Sie dazu? Was hältst du von dir? Voll geil! Okay. Ach, ich Weißt du irgendwas über Open Mind vielleicht ein bisschen? Hast du irgendwas mitbekommen? Ja, ich hab nur mal, der hat viel über die Gras-Legalisierung zum Beispiel oft geredet und er hat so die Vor- und Nachteile, also er hat das wirklich so deutlich rübergebracht, auch so. Also du hast jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er irgendwie gesagt hat, kauf den Shit, der Trip ist geil. Nee, ich finde, das war ein sympathischer Kerl, der hatte seine Meinung, der konnte das begründen und so. Ja. Und dadurch fand ich den, also sympathisch gegenüber, was er in den Videos macht. Achtung. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Kommt ihr aus Leipzig? No way! Ich bin eigentlich nur hier wegen dem Bier. Achso, warum? Warum? Willst du jetzt aber noch was? Willst du eins haben? Warum? Nein, vor diesem Publikum wird natürlich nicht getrunken. Später gibt's es schon. Ich hatte eigentlich eine Frage. Kennt ihr Katja? Irgendjemand? Schon mal was von Katja gehört? Nee. Katja Krasavitsch. Noch nie gehört? Nee. Ach komm. Ich bin schockiert und positiv überrascht zur selben Zeit. Denn eine Gruppe von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Männern. Keiner kennt Katja. Oh, ich weiß jetzt nicht. Wir haben kein Internet. Okay. Na hier, gibt's aber findest du es gut oder schlecht, was da passiert? Das klingt so. Also, ich weiß ja hier auf meine Entscheidung, was sie macht. Ich dicke Lippen, ja, genau. Also. Was für ein hübsches Hähnchen. Ja, das passt. Perfekt. Und jetzt müssen wir einen Partytanz aufführen. Macarena oder so. Die Drehzeit ist an dieser Stelle auch schon vorbei. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Das waren die letzten Eindrücke aus Leipzig. Oh mein Gott, Leute. Ihr werdet nicht glauben, wen ich gefunden habe. Einen noch viel größeren Star als Katja Krasavitsch. Und er ist in seinem Territorium. Wir dürfen nicht zu laut rangehen. Es kann sein, dass er uns bemerkt. Also, das ist einer der bekanntesten YouTuber in Leipzig. Der ist überkrass. Schnell, lass uns mal hinrennen. Nicht, dass er wegläuft. Entschuldigung. Sind Sie dieser YouTuber aus Leipzig? Ja. Pavlos Amigos. Pavlos Amigos. Ich sagte, das ist dieser YouTuber. Ich brauche ein Autogramm von dir. Nee, ich gebe jetzt keine Autogrammstunde. Wieso gibst du keine Autogrammstunde? Nee, jetzt gerade nicht. Warum nicht?
gerade nicht. Keine Zeit. Unfassbar, warum hast du keine? Du stehst doch hier schon seit einer Viertelstunde. Ja, Digga, Schluss, aber jetzt gleich geht. Und was machst du gerade auf YouTube? Gibt's da irgendwas Besonderes? Street Comedy, ja. Street Comedy? Was war das letzte Video, was du gemacht hast? Na, letztes war, welchen Alter sollte man das erste machen? Rapper sind nur Träumer, yeah. Peace, Alter, auf jeden Fall. Komm, let's do it, man. Intro, it in, man, Alter. Peace. Was geht, Leute? Hier ist euer Amigos, mein Back-Freunde. Back am Stüssel, Alter, in der Leipziger City. Sweet, let's do it. Sorry, kurze Frage. Was, wann hattest du das erste Mal? Das beantworte ich dir nicht. Oh mein...